Ein Zahnimplantat ist ein Zahnwurzelersatz, dann wenn ein oder mehrere Zähne verloren gehen, um diese zu ersetzen, um darauf wieder Zahnersatz zu befestigen. In der Regel handelt es sich dabei um eine Titanschraube, die durch einen kleinen chirurgischen Eingriff in den Kieferknochen des Patienten eingesetzt wird. Das ist ein Zwischenelement, auf dem beispielsweise eine Krone oder eine Brücke, eventuell auch sogar eine Prothese befestigt werden könnte. Zahnimplantate werden dann angewendet, wenn Zähne, natürliche Zähne, verloren gehen. Um Implantate einsetzen zu können, muss man beim Patienten einen ausreichend breiten und hohen Kieferknochen vorfinden. Ist der nicht vorhanden, kann man diesen Kieferknochen auch auf verschiedene Art und Weise aufbauen. Wenn der Aufbau in der gleichen Sitzung wie die Implantation erfolgt, spricht man von einem einseitigen. Wenn der Knochenaufbau, wir Zahnmediziner sagen da Augmentation dazu, separat erfolgt in einer vorgängigen Operation, dann ist es ein zweiseitiges Verfahren. Implantate können des Weiteren nur im Erwachsenenalter eingesetzt werden, das heißt, der Kieferknochen muss ausgewachsen sein. Die Behandlungslänge ist dadurch, dass der Knochen um das Implantat festwachsen muss, etwas komplexer und aufwendiger als bei anderem Zahnersatz. Dafür bekommt man aber auch feste Zähne. Dieses Implantat oder die Implantate fühlen sich an wie ihre eigenen Zähne. Sie sind auch belastbar wie eigene Zähne. Der Geschmackssinn wird nicht mehr beeinträchtigt. Und die Implantate haben eine lebenslange Lebenserwartung. Das heißt, wir haben eine über 98-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit bei richtiger Indikationsstellung. Und bei richtiger Pflege sollten diese Implantate ein Leben lang halten. Neben den allgemeinen chirurgischen Risiken, wie sie bei jeder Operation auftreten, dass etwas wehtut, dass etwas anschwillt, gibt es bei der Implantation spezielle Risiken, dass Nachbarstrukturen der Implantate verletzt werden können. Das können Zähne sein, das können Kieferknochenbestandteile sein, das kann aber auch sein, dass Nerven verletzt werden. Damit diese Nerven nicht verletzt werden, denn das hat teilweise recht unangenehme Auswirkungen für den Patienten, arbeiten wir mit einer 3D-Diagnostik. Das heißt, wir können den Kieferknochen in unseren Röntgenbildern nicht nur in der Breite und Höhe, sondern auch in der Tiefe darstellen. Eine Computersoftware erlaubt es uns dann, die Implantation so zu planen, dass wir in einer 3D-Technik eine Bohrschablone herstellen können. Und mit dieser Bohrschablone ist für den Patienten sehr sicher dargestellt, dass wir halt diese Strukturen wie Nerven eben nicht verletzen können. Der optimale Zeitpunkt für die Implantatbehandlung ist wie bei jeder Therapie der schnellstmögliche. Natürlich wird das im Einzelfall individuell angepasst werden müssen. Aber je früher man mit so einer Behandlung beginnt, desto besser sind die Voraussetzungen, desto weniger Knochenverlust habe ich und desto weniger aufwendig ist der Wiederaufbau. Die Kosten einer Implantatversorgung hängen ganz entscheidend von der Komplexität der Behandlung ab. Es ist sicherlich einleuchtend, dass eine einfache Implantation im Backenzahnbereich, wo nur eine Krone drauf zementiert wird, etwas preiswerter sich darstellt als eine komplexe Versorgung im Frontzahnbereich, im sichtbaren Bereich, wo unter Umständen noch verschiedene Operationstechniken durchgeführt werden müssen in ergänzender Art und Weise. Von daher kann man hier in diesem Rahmen keine Kostenempfehlung angeben. Es ist für jeden Patienten wichtig, dass er mit seinem Zahnarzt die individuelle Lösung anspricht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, da es für jede Situation mehrere gleichwertige Lösungen gibt.